Arbeitskräfte. Genau. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz nach der zweitägigen Haushaltsklausur hier in St. Quirin am Tegernsee. Über die Ergebnisse informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Finanzminister Albert Füracker und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Herr Ministerpräsident, bitteschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Das war eine super Klausur. Gerade in diesen schweren Zeiten war es eine, wie ich finde, harmonische, extrem konstruktive, nachdenkliche und vor allem entscheidungswürdige Klausur, wofür ich mich schon im Vorhinein bei allen bedanke. Es ist uns gelungen, einen Premium-Haushalt zu setzen, einen Premium-Haushalt, der eine gute Grundlage für Bayern ist. Da ist alles drin, was Bayern die nächsten Jahre braucht. Es ist auch das Gegenmodell zu der Ampel in Berlin. Unser Haushalt ist verfassungsgemäß, er ist ohne Streit entschieden worden und gibt Planungssicherheit für die nächsten 2 Jahre. Wir haben keine Kürzungen. Es gibt keine willkürliche Streichliste, wie wir es in Berlin erlebt haben, sondern einen Aufwuchs. Viele, fast alle bekommen mehr, aber es ist seriös finanziert. Das Problem ist ja generell, dass auch unsere Haushaltszahlen herausfordernder werden. Warum? Weil die Berliner Politik alle runterzieht. Die negativen Indikatoren für Wirtschaftswachstum durch Inflation, hohe Energiepreise und erstmals seit langer Zeit wieder eine Rezession bedeuten erhebliche Herausforderungen. Die weithin nicht gelöste Migrationsherausforderung führt auch zu enormen Ausgaben bei uns von insgesamt 5 Milliarden Euro, die wir veranschlagt haben. Und Bayern zahlt zusätzlich für fast alle durch den Länderfinanzausgleich von über 9 Milliarden Euro. Und der Bund kürzt auch in viele Bereiche, die Bayern wehtun. Ländlicher Raum beispielsweise, Landwirtschaft, aber auch beim Elterngeld. Insofern war es uns wichtig, ein Signal zu setzen, ein Signal auch im Haushalt, der technisch und finanziell klingt, aber auch der Hoffnung und der Zukunft. Wir glauben, dass das gelungen ist. Unser Doppelhaushalt 24-25 hat ein Volumen von rund 150 Milliarden Euro, ein Aufwuchs von etwas über 3%. Wir haben aber bei dem Aufwuchs und bei jedem, was wir gemacht haben, ehrlich jeden Euro zweimal umgedreht. Genau geguckt, wo braucht es, wo braucht es nicht. Mal zum Vergleich der Steigerungsraten. Wenn man seit 2019 vergleicht, ist unser Haushalt um 11% gestiegen, in Berlin um 33%. Also wir arbeiten da wirklich seriös und moderat. Es ist ein Haushalt ohne Schulden, keine Schulden. Bayern hat übrigens im Vergleich zum Bund eine deutlich härtere Bremse. Also wir haben eine finanzielle Stahlbremse, kann man sagen. Bei uns ist es so, dass gar keine Schulden gehen. In Berlin gehen ja gewisse Schulden, die man machen kann. Wir beginnen auch wieder mit der Schuldentilgung. Die Corona-Schulden, was dem Finanzminister wichtig ist. Und ganz entscheidend, der Notgroschen bleibt. Wir hauen nicht alles raus, was geht, sondern Notgroschen von mindestens 1 Milliarde bleibt. Das ist sozusagen die Finanzbarriere, die nicht angetastet werden darf. Positiv, wir haben mit die höchste Investitionsquote in ganz Deutschland. Die Investitionsquote wird bei uns im Doppelhaushalt bei 15% liegen. Zum Vergleich, tolle Länder, starke Länder wie Baden-Württemberg und NRW haben eine Investitionsquote von etwas über 10%, wir 15%. Dies ist alles Zukunft pur. Dieses Zukunftsprogramm bedeutet umgerechnet 22 Milliarden Euro, was in den nächsten 2 Jahren in Bayern investiert wird. Auf 5 Jahre hochgerechnet, werden es am Ende 50 Milliarden Euro sein, die Bayern investiert. Summen, die in Berlin durch die Verfassungswidrigkeit des Haushaltes jetzt fehlen. Unsere Schwerpunkte sind genau die, die wir in der Regierungserklärung angekündigt haben. Intensive Wirtschaftsförderung durch Hightech, künstliche Intelligenz, Technologie, Raumfahrt, auch die Förderung von neuen Unternehmen. Manches wird da risikobehaftet sein, aber wir glauben, dass es für die wirtschaftliche Entwicklung enorm ist, in neue Technologien zu investieren. Genauso wie in den Mittelstand für Handwerker, Handwerkerbonus, Ausbildung und die Ausbreitung der Technologie in die ländlichen Räume durch Technologietransferzentren. Zweiter Schwerpunkt ist das Thema Wohnungsbau. Wir legen da nochmal drauf. Wir glauben, dass der Wohnungsbau, bezahlbare Wohnungen für die Bürger aus sozialen, aber auch ökonomischen Gründen wichtig ist. Dabei haben wir die Mittel generell erhöht und haben ein extra Studentenwohnraumprogramm jetzt beschlossen von über 100 Millionen Euro. Dabei geht der größte Betrag direkt an die Studentenwerke, um deren Eigenkapital zu stärken, damit sie den Wohnungsbau voranbringen können. Also eine bewusste Entscheidung des Kabinetts, den studentischen Wohnraum deutlich zu fördern und auszubauen, weil damit der größte Bedarf ist. Dann natürlich Schule und Bildung und Sicherheit, Polizei und Justiz. Das ist der Bereich der Personal. 75% der neuen Stellen, es sind über 6.000,
gehen in diese Bereiche hinein, Schule, Bildung, Sicherheit, Polizei und Justiz. Allein bei der Schule sind es über 4.000. Das entspricht übrigens fast 50% der gesamten legislaturversprochenen Lehrerinnen und Lehrerstellen. Das ist uns deswegen auch wichtig, weil die Schülerzahlen steigen und damit auch wichtig ist, dass wir die Unterrichtsversorgung abdecken können. Unser Bildungshaushalt hat am Ende 35%, ist der Anteil vom Haushalt bei Bildung. Zum Vergleich, in Baden-Württemberg sind es 32%, ähnlich wie in NRW. Also wir liegen drüber. Und zusätzlich massiver Ausbau der Kita-Plätze, der Kinderbetreuung, der Ganztagesbetreuung und natürlich der Assistenzkräfte im Bereich der Kita. Deswegen gehen wir da sehr stark ran und geben dort Stellen, wo wir es für wichtig halten. Aber, und das ist die Herausforderung dauerhaft, Investitionsquote von 15% ist mega. Personalquote von 40% heißt im Blick halten. Was bedeutet es? Wir haben uns gemeinsam, da danke ich auch den Freien Wählern, dass sie mitgemacht haben, Aufbau von Personal, wo notwendig, Abbau, wo möglich. Personal dort, wo ein starker Staat notwendig ist, wie Polizei und Justiz, aber Abbau, wo ein überbordender Staat erscheint, im Bereich mancher Verwaltungsideen. Deswegen haben wir uns nochmal committed, die 5.000 Stellen bis 2035 abzubauen, ein Konzept dafür vorzulegen, insbesondere durch Entbürokratisierung, künstliche Intelligenz und der Nutzung der Möglichkeiten, die uns da im Weg der Digitalisierung gegeben werden. Auch bei der Teilzeit haben wir beschlossen, ein Konzept zu arbeiten, das überwiegend natürlich vordringlich mit freiwilligen Anreizen versehen ist, aber auch hier die Teilzeit schlanker und noch sicherer zu machen. Insgesamt zusammengefasst, finde ich, ist das ein Kraftpaket für Bayern. Ich sage das jetzt ausdrücklich, ich habe jetzt schon viele Haushaltsklausuren erlebt, es war ein wirklich gut gemeinsamer Geist, der getragen wurde. Ich danke ausdrücklich den Freien Wählern natürlich für die gute Kooperation. Die Fraktionen waren übrigens auch dabei, was ganz wichtig war. Auch das war belebend, inspirierend und am Ende sehr erfolgreich und ganz besonders natürlich Albert Füracker, der diesen Haushalt über Wochen hervorragend vorbereitet wird. Die Leistungen des Finanzministers wird viel zu wenig gewürdigt in solchen Fällen, weil es dann sich in einer Pressekonferenz dann sozusagen darstellt, aber das muss vorbereitet werden. Und das ist schon eine Sisyphos-Arbeit, aber der Stein ist über dem Berg. Vielen Dank. Ein letzter Punkt noch zum Thema Wind, den ich noch aus aktuellen Gründen ansprechen würde. Die Entscheidungen in Mehringen sind kein Beinbruch, sind auch kein ganz großer Rückschlag. Machen die Sache ein bisschen herausfordernder, aber wir glauben trotzdem daran, dass vieles möglich ist. Warum? Wir haben letzte Woche von der Bundesnetzagentur bestätigt bekommen, dass wir bei erneuerbaren Energien die Nummer 1 sind, in ganz Deutschland beim Ausbau und das selbst, obwohl wir beim Wind noch nicht so weit sind, wie wir es uns vorstellen können. Und wir wollen beim Wind besser werden. Der Windpark, die beiden Windparks, sind ein Herzstück der Windstrategie des Freistaats Bayern. Wenn die größte wäre oder wird der größte Windpark in ganz Süddeutschland sein. Und übrigens auch ein wichtiges Signal für Wirtschaft und Industrie, für Wacker in dem Raum. Gerade für Wacker und für künftige Standortentscheidungen spielt es eine zentrale Rolle. Wir haben natürlich Respekt vor der Entscheidung. Die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger gilt es zu respektieren. Deswegen wird jetzt geprüft, wie wir damit umgehen. Gerade Hubert Aiwanger wird sich als Windminister und Energieminister da besonders drum kümmern, vor Ort Gespräche führen, überlegen, ob es einen Plan B gibt, wie man das Management voranbringen kann. Da werden wir in den nächsten Wochen drüber reden, was der beste und vernünftigste Weg ist. Aber ich bin am Ende sehr optimistisch, dass wir zu einem Erfolg kommen und gemeinsam diesen Windpark auf den Weg bringen, vielleicht in etwas anderer Form. Aber es soll auch keine großen Abstriche geben, denn Wind ist wichtig an der Stelle, dieser Windpark ist wichtig und wir versuchen jetzt eine Synchronisation zwischen diesem Bürgerbegehren auf der einen Seite und dem Respekt der Bürger und Bürger, aber auf der anderen Seite auch dem großen Ziel. Deswegen gesagt, kein Beinbruch, aber muss man über Umwege nachdenken und auch wie man das Ganze auch reparieren kann. Und noch einmal Respekt vor der Entscheidung der Bürger bleibt. Ja, Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich grüße Sie und freue mich, dass wir heute den Durchbruch bei unseren Haushaltsverhandlungen gut gestalten konnten. Es ist ein Aufbruch gegen all die Krisen, die rings um uns herum sich abspielen und wir investieren wieder erneut gegen die Krise. Und wir verlassen auch den Krisenmodus, was die Haushaltsplanung anbelangt, indem wir zeigen, wir machen wieder einen Doppelhaushalt. Das war mir ganz wichtig, denn wir haben hier auch eine Planungssicherheit für 24 und 25. Und da danke ich dafür, dass es akzeptiert und unterstützt wurde, insbesondere durch den Ministerpräsident, die Freien Wähler, das gesamte Kabinett, die Fraktionen. Die Basis des Haushalts und der Haushaltsplanung ist und bleibt die Steuerschätzung des letzten Herbstes. Das ist ja bekannt, will nur daran erinnern. Und was uns in besonderer Weise
herausgefordert hat für diesen Doppelhaushalt, ist natürlich ein finanzieller Kraftakt im Bereich des Tarifabschlusses und der zeitgleichen und systemgerechten Übertragung auf unseren Beamtenbereich. Das haben wir ja öfter auch schon kommuniziert. Und wir haben alle Krisen der letzten Jahre gut gemeistert und sind jetzt für künftige Herausforderungen gut gerüstet. Und wir bleiben finanzpolitischer und auch was die Haushaltspolitik anbelangt, Stabilitätsanker, ein Zukunftshaushalt, ein Investitionshaushalt. Das, glaube ich, ist etwas, wie auch vom Ministerpräsidenten schon erwähnt, selbstverständlich durch die Einhaltung der Schuldenbremse weiter gewährleistet. Wir haben Ausgabendisziplin auch walten lassen, das sind wir auch immer ganz wichtig. Wir setzen auch die eigenen Ausgaben mit Fragezeichen und haben uns deswegen auch wieder auf einen Konsolidierungsbeitrag der Ressorts verständigt. Den führen wir auch fort. Das ist auch ein kluges Signal im Hinblick auf die Fragen der Selbstbeschränkung von Ausgaben, der Notwendigkeit, alles zu hinterfragen. Und so bleiben wir ein Stabilitätsanker bei uns und das gesamte Volumen ist schon 150 Milliarden, fast 149 Milliarden. Das ist, glaube ich, schon eine Summe, die selbst einen Finanzminister aufhorchen lässt. Und wir haben die Investitionen von 15%, die Stellen gut erwähnt, vom Ministerpräsident erklärt. Und ich glaube, auch hier zeigt sich, dass wir beides eben tun. Die Investition auf der einen Seite, und darauf kommt es an, auf keinen Fall zu vernachlässigen, ganz im Gegenteil, immer im Blick zu haben, was hier geschieht. Und wir investieren weiter in Zukunftsinvestitionen und Infrastruktur. Ich erwähne zum Beispiel aus dem Geschäftsbereich, den ich vertreten darf, den Glasfaserausbau. Wir haben mit dem Beschluss dieses Haushaltes dafür gesorgt, dass 2,9 Milliarden nur bayerische Gelder alleine jetzt in den letzten Jahren für den Glasfaserausbau zur Verfügung stehen und im nächsten Doppelhaushalt eben 480 Millionen. Warum erwähne ich das in besonderer Weise? Weil das zum Beispiel eine Aufgabe ist, die eigentlich gar nicht vorgesehen ist für die Länder, eine rein freiwillige Aufgabe der Länder, wo wir Zukunftsinfrastruktur unterstützen mit mittlerweile, ich sage es nochmal, 2,9 Milliarden, ein Riesenbetrag. Wir halten unsere Zusagen natürlich auch bei den Fragen des Deutschlandtickets, wo ja der Bund diese Ausgaben durch den Beschluss, Deutschlandticket einzuführen, auch in die Welt gesetzt hat. Die Kofinanzierung der Länder wird von Bayern geleistet, wie eben zugesagt, das Bekenntnis des Bundes zur dauerhaften Weiterfinanzierung hingegen fehlt. Wir bleiben Autoland. Auch das immer wieder erwähnenswert und notwendig, darauf hinzuweisen, wenn die Debatte kommt, ja, warum werden noch Straßen gebaut in Bayern? Die Mittel für die Staatsstraßen bleiben weiterhin auf Rekordhöhe. Wir werden in diesem Doppelhaushalt rund 1,1 Milliarden Euro bereitstellen dafür. Auch hier gilt so viel wie nie. Die Wohnungsförderung, die Fortführung der Wohnungsbaumilliarde, mit einem Bewilligungsrahmen in diesem Doppelhaushalt von 2,3 Milliarden, ein wirklicher Rekordwert. Meine Damen und Herren, ein Hinweis auf die kommunale Familie. Auch das ist uns ja immer ganz wichtig als Koalition, dass unsere Kommunen auch gut wirtschaften und gut auskömmlich aus Sicht des Freistaates Bayern versorgt werden mit finanzieller Unterstützung. Das hat zwei Komponenten. Erstens den kommunalen Finanzausgleich, den wir auf Rekordniveau wieder verhandelt haben, zusammen mit den Kommunen. 11,4 Milliarden Euro, ein neuer Spitzenstand. Und ich sage das nur, wenn manchmal erwähnt wird, ja, das könnte schon noch mehr sein. Wir reden hier von Zeiten, wo die Steuereinnahmen zurückgingen. Dennoch organisieren wir einen Zuwachs beim kommunalen Finanzausgleich. Also der Freistaat Bayern stellt mehr Geld zur Verfügung, obwohl die eigenen Steuereinnahmen zurückgehen. Und insgesamt, das möchte ich ausdrücklich betonen, stehen für die Kommunen in diesem Haushaltsjahr 2024 21,25 Milliarden bereit und 2025 21,5 Milliarden. Jeder dritte Euro des Haushaltes des Freistaates Bayern geht also an die kommunale Familie. Und ich glaube schon, dass wir davon sprechen können, dass wir in fairer Partnerschaft mit unseren Kommunen auch deren Aufgaben unterstützen. Die Investition in die Bildung, ein wirklich hervorragendes Thema, gut dargestellt, 52 Milliarden im Doppelhaushalt. Die Kindertagesstätten, die frühkindliche Bildung, etwa 7 Milliarden im Doppelhaushalt. Die 4.000 Stellen für die Schulen, die 370 Stellen für die Wissenschaft. Das ist, glaube ich, etwas, was Ministerpräsident in den letzten Jahren bewusst sehr zukunftsorientiert vorangebracht hat. Stichwort Hightech-Agenda, all die Fragen, die damit zu tun haben. Wir bleiben ein Hochtechnologieland und werden die Hightech-Agenda und die Hightech-Agenda Plus weiterfinanzieren mit 1,1 Milliarden, die eingeplant sind.
Ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen, dass wir hier weiter unsere Zusagen bleiben, genauso im Hochschulbereich mit insgesamt den 14 Milliarden. Wir stärken das Gesundheitswesen mit 3,6 Milliarden im Doppelhaushalt. Wir stärken Sicherheit und Rechtsschutz. 17 Milliarden stehen im Doppelhaushalt für diese Bereiche zur Verfügung. 640 neue Stellen im Polizeibereich, 350 bei der Justiz. Das sogenannte Polizeibudget, das ja immer hinterfragt wird, auf Rekordniveau. Wir haben im Doppelhaushalt über 1,12 Milliarden eingeplant für das Polizeibudget. Und auch im Bereich der Steuer- und Finanzverwaltung mit den vielen Digitalisierungsaufgaben werden wir 300 neue Stellen ausbringen. Damen und Herren, Bayern ist aber auch für die Menschen da. Bei all dem, was wir an Investitionen leisten und an Wirtschaftskraft erzeugen durch Forschung und Zukunftsinvestitionen, kürzen wir nicht bei den Sozialleistungen. Wir stehen zu unseren Zusagen im Koalitionsvertrag. Wir planen über 1,6 Milliarden ein im Doppelhaushalt für das bayerische Familiengeld, 890 Millionen für das Pflegegeld, Dinge, die es in der Form nur in Bayern gibt, die nicht gekürzt werden, obwohl die Herausforderungen groß sind. Die Sportförderung wird erhöht auf rund 216 Millionen, so viel wie nie. Insgesamt kann man so sagen, zukunftsorientierte Haushaltspolitik führt zu Investitionen und zu vernünftigem Wachstum. Und in krisengebeutelten Zeiten handelt der Freistaat Bayern vorausschauend, umsichtig. Und wir wollen im Blick auf kommende Herausforderungen und Unwägbarkeiten natürlich versuchen, auch diesen Haushalt so die nächsten zwei Jahre zu gestalten, dass alles, was notwendig ist, in der Weise, was noch an Krisenbewältigung auf uns zukommt, abgebildet werden kann, auch durch Vorsorge. Und insofern, glaube ich, können wir mit Fug und Recht behaupten, der Haushaltsentwurf ist ein Nachweis für eine konsequente, für eine seriöse Finanzpolitik. Bayern ist und bleibt Stabilitätsanker. Die Menschen in Bayern können sich auf diesen Haushalt verlassen, auf die Politik im Freistaat Bayern bauen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein solider Haushalt ist erarbeitet worden von dieser Verantwortungsgemeinschaft aus CSU und Freien Wählern. Wir haben hier in großem Einvernehmen die Dinge festgezurrt mit der Maßgabe eben hier keinen Schuldenhaushalt zu produzieren, verfassungskonform aufzutreten und auf die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Dabei ist Bildung und innere Sicherheit sehr stark berücksichtigt worden, aber eben auch das Thema Zukunft der Wirtschaft mit innovativen Konzepten im Rahmen der Hightech-Agenda und deutlich darüber hinaus Wasserstoff, Elektrolyse, künstliche Intelligenz, viele weitere Dinge, aber auch Dinge wie der Meisterbonus mit 172 Millionen Euro in diesen beiden Jahren ist uns sehr wichtig, dass wir auch auf die traditionellen Berufe draußen setzen und sagen, wir wollen wirklich in der Realwirtschaft auch die Fachkräfteposition stärken. Insgesamt ist es uns damit gelungen, in schwierigen Zeiten auf die Zukunft zu setzen und das drückt ja schon die Investitionsquote von 15% aus, was kein anderes Bundesland vorweisen kann. Also auch in schwierigen Zeiten sogar noch einen Zuwachs im Bereich der Investitionen. Trotzdem will ich hinweisen auf die hohen Ausgaben im Zuwanderungsbereich, im Migrationsbereich mit rund 5 Milliarden Euro in diesen beiden Jahren. Das tut weh und hier ist der Bund gefordert, eben zu unterstützen und diese Ausgaben auch zu reduzieren und uns an anderer Stelle besser zu unterstützen, wo er uns hängen lässt, im Bereich der Zusagen bei der Wirtschaft, bei IPCEI-Projekten und so weiter, wo wir ja immer in der Unsicherheit sind, ob noch die Bundesgelder fließen, um unsere größeren Industrieprojekte, die die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft garantieren, ob wir die überhaupt noch abwickeln können oder dann mit bayerischem Geld reingehen müssen. Wir werden weiterhin bei vielen Zukunftsprojekten mit bayerischem Geld reingehen, bei Hightech-Firmen, die unterstützt werden müssen, damit sie in Bayern bleiben oder nach Bayern gehen. Also auch das ist uns wichtig, hier diese Signale zu senden, dass Bayern weiterhin ja ein gutes Pflaster für Zukunftsbetriebe ist, um damit auch der traditionellen Wirtschaft unter die Arme zu greifen und zukunftsfähig zu bleiben. Insgesamt gesehen ein runder Haushalt, der alles abdeckt, was wichtig ist. Es waren auch keine großen darüber hinausgehenden Wünsche vorhanden. Das zeigt auch das Verantwortungsbewusstsein des gesamten Kabinetts. Jeder und jede war sich bewusst, dass es im Sinne des großen Ganzen darum geht, sich schnell und ja ohne viel Streiterei zu einigen. Und
Das war in meinen Augen bisher die harmonischste Haushaltsklausur und ich freue mich darauf, dass wir zu so guten Ergebnissen gekommen sind. Auch von mir noch einen Satz der Bewertung zum Abstimmen beim Windkraftprojekt in Mering. Ja, wir wollen dieses Projekt weiterführen. Wir hoffen, dass wir am Ende die formalen Kriterien erfüllen, um hier zur Realisierung zu kommen. Wir haben ja bayernweit mittlerweile hunderte Projekte, die wir umsetzen wollen. Natürlich keines in dieser Größe, viele kleinere Projekte. Mit Sicherheit hat auch die Größe dieses Projekts einige Leute etwas erschreckt und dann die Aussage, ein auswärtiger Investor, ist das der richtige Weg? Also insofern gilt es, diese Bedenken der Bürger ernst zu nehmen. Ich führe hier auch in nächster Zeit viele Gespräche und versuche, Lösungen zu finden, Vertrauen dort zurückzugewinnen, wo die Menschen noch nicht so überzeugt sind, mit der Kommune, mit dem Landkreis, mit dem Investor, um eben eine sinnvolle, ganzheitlich akzeptierte Lösung zu finden und nicht denen Auftrieb zu geben, die sagen, jetzt machen wir in jeder Kommune ein Bürgerbegehren, jetzt klagen wir am Ende dann alles weg, was wir nicht vorher wegstimmen können. Also wir müssen hier auch an die Öffentlichkeit appellieren, diesen Weg des Ausbaus der erneuerbaren Energien auch mitzugehen. Irgendwo muss der Strom herkommen. Ich brauche diese Dinge nicht zu wiederholen. Natürlich ist eine völlig unberührte Landschaft für viele attraktiver, als wenn dort Windräder stehen. Aber es bleibt uns jetzt kurz- und mittelfristig nichts anderes übrig, als auch den Ausbau der Photovoltaik fortzusetzen in Richtung auch des Windkraftausbaus, neben auch all den erneuerbaren Biomasse und sonstigen Ausbauvorhaben, die wir haben, um einfach Bayern weiterhin sicher mit Energie zu versorgen und gerade auch dort den Chemiepark mit Energie zu versorgen. Es ist ja einer der größten Energieverbraucher in ganz Deutschland, diese Region, und Arbeitsplätze ohne Energie sind dort nicht zu halten. Schön, wir kommen zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Uli Bachmeier von der Augsburger Allgemeinen. Und bitte gerne auch das Mikrofon nutzen, dass die auch Begleiter am Stream es hören. Mache ich, ja. Ich hätte zwei Fragen und eine Bitte. Die Fragen, die Rücklagen schrumpfen auf 1 Milliarde. Wie viel waren es denn zuletzt? Und die zweite Frage nach dem Schuldenstand insgesamt und wie viel davon ist in Corona-Schulden? Und dann eine Bitte zu dieser Presseerklärung, da steht jeweils, erhöhen sich auf insgesamt so und so viel, steht aber nicht drin, um wie viel es sich erhöht. Ich weiß nicht, kann das Finanzministerium bitte nachreichen? So und so viel, was meinen Sie? Ja, Mittel für Feuerbereich steigen auf insgesamt 226 Millionen Euro, aber es steht nicht da, um wie viel die steigen. Das wäre natürlich schon interessant. Von auf. In welchen Bereichen? Ja, das, was hier aufgelistet ist, Herr Pförker, das werden Sie mir jetzt nicht alles sagen können, aber vielleicht kann man das nachreichen, um wie viel die Steigerungen sind. Ne? In den einzelnen Haushalten. Genau. Die alte Pressemitteilung von letztem Mal nimmer. In denen, die hier aufgeführt sind, weiß ich nicht, ob das möglich ist. Jetzt antworte einfach mal die zwei Fragen und die andere Bitte wird dann versucht. Müssen wir mal erklären, was Sie genau brauchen. Rücklagen bleibt bei 1 Milliarde, wie vom Ministerpräsidenten angesprochen. Und das waren zur Haushaltsplanung 6 zur Verfügung, also etwa 5 werden prognostiv verwandt. Der Schuldenstand insgesamt Freistaates Bayern ist rund 37 Milliarden Euro, wovon aus Landesbankschulden nur 7 Milliarden sind und aus Covid gut 10 Milliarden. Die Großteil der Rücklage, über fast 4 Milliarden, werden nur für Tarifsteigerung verwendet, um das Personal besser zu bezahlen. Nur, dass man mal Relation hat. Das ist auch die größte Herausforderung. Nur ist auch klar, dass das Thema Personal, Personalquote halt ein wichtiges Thema ist. Ja. Das ist das schon, weil es halt viel Kraft nimmt. Das muss man einfach sehen. Sonst wäre das relativ easy alles. Etwa 4,2 sogar. Ja, das ist schon, schmerzt nicht nur den Finanzminister, aber ist natürlich einfach, weil wir die Beschlüsse aus Berlin umsetzen, gerade mit dem Schwerpunkt übrigens auch gerade für die normalen Beamten, die unteren Besoldungsgruppen, die bei uns dadurch ganz besonders unterstützt werden. Christoph Lang von RTL. Ich hätte zwei Fragen, bitte. Das eine zu Mering. Können Sie da ein bisschen konkreter sagen, wo Sie da den Kompromissspielraum sehen? Weil so auf den ersten Blick erschließt sich das nicht. Und der zweite hätte mit dem Haushalt nichts zu tun. Gerne an Sie beide, Herr Aiwanger, Herr Söder. Was halten Sie denn von der im Raum stehenden Gründung einer AKP-Ablegerpartei in Deutschland?
Ja, einmal, was kann man an Anpassungen machen, um hier die Akzeptanz zu bekommen? Kann ich jetzt im Detail auch nicht beantworten, aber die Gedankenmodelle liegen ja auf dem Tisch. Es ist teilweise eben 1000 Meter Abstand zu den Wohngebäuden. Es gibt Wünsche, weiter von den Häusern wegzugehen. Der juristische Abstand ist eben eingehalten, aber die Menschen hätten es gerne etwas weiter weg. Die Frage ist, ob durch diese Verschiebung dann noch genügend Windräder gebaut werden können oder ob die Zahl reduziert werden müsste. Es sind da immer Überlegungen, die Bürger vor Ort finanziell mehr teilhaben zu lassen, was aber auch juristisch in vielen Fällen gar nicht geht. Wir müssen diese Ausschreibungen in dieser Form machen, können nicht hier einfach unter der Hand vergeben und solche Dinge mehr. Trotzdem, wir werden einfach versuchen, die Bedenken nochmal in die Waagschale zu werfen, mit den Betroffenen zu reden und zu versuchen, eine Kompromisslinie zu finden. Und wenn die völlig auf stur schalten, müssen wir schauen, was wir dann tun werden und tun sollten. Also zur Mehring nochmal gesagt, das ist ja auch eine etwas komplexere Rechtssituation. Auch Investoren haben Rechte, die im Zweifelsfall auch juristisch einklagbar sind. Beziehungsweise die erste Frage ist, wie reagiert der Landkreis, der Landrat darauf, was diese Benehmensfragen betrifft. Also deswegen lohnt sich auch mal eine juristische Betrachtung zu machen, das ist das eine. Das zweite aber trotzdem Respekt. Jetzt muss man mal gucken, wie sich das organisieren lässt. Generell ist das schon das große Ziel, dass am Ende dieser Windpark kommt. Und jetzt auch nicht irgendwie nur ein Windpark Light oder ein Windpark Mini, sondern das ist halt nochmal die große Idee. Zumal man sagen muss, da hängt auch die ganze Region dran. Also das ist schon für Südostoberbayern ganz wichtig. Aber ich glaube, jetzt wird man also sozusagen mal prüfen, welche Möglichkeiten sind, wie geht man damit um und wie kann man auch den Respekt vor dem Bürgerwillen annehmen, natürlich, das ist wichtig, und trotzdem zum Ergebnis kommen. Was eine Erdogan-Partei betrifft, das sehen wir kritisch. Übrigens fällt auf, dass gerade mit der Ankündigung des völlig neuen Staatsbürgerschaftsrechts jetzt auch ganz bewusst diese Partei gegründet wird. Ich glaube, es wäre jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, dass auch die Bundesregierung ihre Staatsbürgerschaftsleitpläne möglichst schnell auf Eis legt und deswegen auch verhindert, dass es einen zusätzlichen Schub gibt, möglicherweise durch entsprechende Einbürgerungen deswegen. Und wir glauben fest daran, dass Integration gut ist und dass es falsch wäre, wenn sich jetzt, das wäre ein Zeichen der Deintegration, wenn sich jetzt extra Parteien bilden sollen, sondern wenn ist es sinnvoll, dass jeder, der sich politisch engagiert, das gibt es ja auf vielen Listen und auch in verschiedenen Parteien, Menschen mit Migrationshintergrund wirklich engagieren, tolle Leute, ja, deswegen da ist der richtige Weg, aber jetzt extra solche Parteien zu gründen, die den Eindruck erwecken, es soll von außen her die deutsche Politik beeinflusst werden, das finden wir falsch und lehnen es ab. Christoph Trost, dpa. Danke. Ich hätte zwei Fragen zum Haushalt und dann zwei inhaltliche Fragen noch zum Haushalt. Herr Füracker, können Sie noch mal sagen, die 149, wie die sich auf die beiden Kalenderjahre aufschlüsseln, bitte? Und bei der Schuldentilgung, können Sie mir noch mal sagen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann müssen ja jedenfalls die Corona-Schulden binnen eines gewissen Zeitraums zurückgezahlt werden. Der vergleichbar kleine Beitrag, wenn das so fortgeführt würde, würde nicht reichen. Also es scheint mir ein relativ kleiner Einstieg in die Schuldentilgung zu sein. Ja, wir starten jetzt mit der Schuldentilgung und wir werden den Vollzug des Haushalts ja sehen, wie sich das Jahr entwickelt. Wir leben in großen Krisenzeiten, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln und dann werden wir da entsprechend das sehen. Und der Haushalt 24 wird 73 Milliarden sein und 25 75,7 Milliarden. Dankeschön. Dann hier noch zwei inhaltliche Fragen. Einmal auch nochmal zum Mehring. Herr Söder, nach dieser Entscheidung der Bürger, haben Sie da auch darüber nachgedacht, sozusagen, ob vielleicht das eigene Agieren der CSU, der Staatsregierung, sage ich mal, der nicht gerade große Enthusiasmus zugunsten der Windkraft, ob der sozusagen dieses Klima begünstigt haben könnte, dass es da sozusagen mancher sich vielleicht eher Nein sagt, als wenn es eine Staatsregierung gäbe, die den Wind über Jahre hinweg vorangetrieben hätte. Und zweite Frage noch, Thema Bildungspolitik, wenn Sie erlauben. Da gab es kurz vor der Kabinettsklausur ein kleines Hin und Her, was mögliche Kürzungen an der Grundschule angeht. Die Kultusministerin hatte gesagt, man muss darüber nachdenken, den Schulen mehr Freiräume überlassen. Hatte da auch Religion erwähnt, sozusagen, das nicht als es soll, sondern man soll es den Schulen überlassen. Das haben Sie relativ schnell, die CSU, Florian Herrmann, zumindest bei Religion ein Nein
aufgestellt? Gab es da irgendeinen Kompromiss bei dieser Klausur? Wurde darüber gesprochen, wie es da weitergeht? Dankeschön. Also das Erste, diese Idee, die ja von Herrn von Brunn vertreten wird und von den Grünen, das Narrativ der Linken, ist falsch. Sonst wäre übrigens Ebersberg, hätte es keinen Bürgerentscheid dafür gegeben. In Ebersberg ist auch entschieden worden, waren dafür, das ist ein Unsinn. Also dieses Narrativ teile ich nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde eher, dass durch unsere gemeinsamen Maßnahmen es einen neuen Schwung gegeben hat. Im Übrigen war Hubert Aiwanger auch vor Ort und er ist seit Jahren für den Windausbau in massiver Form. Er hätte eher so einen zusätzlichen Schub geben müssen, ohne dass jetzt irgendeine Verantwortung ist. Die Bürger haben halt selbstständig entschieden, das ist ja ihr Recht. Es gibt Bürgerentscheide. Wir haben das jetzt weder zu kritisieren, noch irgendwie zu hinterfragen. Es ist eine Entscheidung, nehmen wir an, schauen, wie es weitergeht. Aber zu sagen, das lag jetzt daran, dass man in den Jahren vorher skeptisch war, das ist ja Quatsch. Zumal, Herr Trost, es ja so ist, dass das ja gut begründete Anliegen sind, die mit der veränderten Energiesituation, dem Klimaschutz und auch der Stärkung gerade der Region zu tun haben. Dieser Windpark dient ja nicht in erster Linie dazu, jetzt Münchner mit Strom zu versorgen, sondern dient in erster Linie dazu, die Region und auch Wacker, also das gesamte Chemiedreieck, zu unterstützen. Das ist ein regionaler Energiekreislauf, also das vor Ort. Übrigens, genauso wie für die Glasindustrie es wichtig ist, in Oberfranken das zu haben. Also insofern glaube ich das nicht. Das Zweite, wir haben uns das sehr gut auch ausgetauscht, wir sind uns da auch einig, bei Religion wird nicht gekürzt. Das war auch, glaube ich, mehr ein Missverständnis in dem, wie es im Ausschuss kommuniziert wurde. Und die Frau Stolz macht das insgesamt sehr gut. Sie wird demnächst auch nochmal einen Vorschlag dann auch im Kabinett präsentieren, wie man das Ganze entsprechend umsetzen kann. Meine Auffassung ist relativ klar. Ich glaube, wenn man Veränderungen hat, dann sind so Dinge wie Englisch dann als erstes da. Ich glaube, erstmal muss man gut Deutsch können, bevor man Englisch nachdenken kann. Und ich denke, umgekehrt, bei Religion geht es nicht etwa um einen Gefallen den Kirchen zu geben, sondern hinter Religion steht auch Werteerziehung. Und ich glaube, gerade dem Alter in der Grundschule ist diese Hinwendung auch zu Werten, zu Bildung, zu Erziehung als Teil einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen wäre es da an der Stelle falsch, das zu streichen. Aber das war jetzt kein Streit, ganz im Gegenteil. Da, glaube ich, hat es eher ein Missverständnis gegeben in der Kommunikation, egal von welcher Seite. Das haben wir gut gelöst und Frau Stolz genießt da unser großes Vertrauen. Julian von Löwe ist zum Bayerischen Rundfunk. Eine Frage an Herrn Föhrk und Herrn Söder. Herr Söder, schwierige Zeiten, was heißt denn, den Euro zweimal umzudrehen? Sie haben ja trotzdem mehr ausgegeben. Wo hätten Sie denn vielleicht gerne noch mehr ausgeben wollen oder können? Und Herr Föhrker, das ist jetzt ein Doppelhaushalt für Sie ganz persönlich als Finanzminister in bisher ungewohnt schwierigen Zeiten. Hat es früher mehr Spaß gemacht, Haushalte aufzustellen als heute? Danke. Ich weiß auch nicht, ich hoffe, das hat nicht mit mir zu tun, aber seit 2018 haben wir schon fast ständig Krisen gehabt. Ne? Und wir haben, glaube ich, das miteinander ganz gut gemacht. Und da geht es ja gar nicht um Spaß, sondern mir geht es darum, dass das sachgerecht gut gemacht wird. Und bislang, glaube ich, haben wir das gut gemeistert. Und wenn ich mir die Landtagsdebatten immer so in Erinnerung rufe, wo mir oft bei der Einbringung des Haushalts viel Weltuntergangsszenarien entgegengeworfen wurden seitens der Opposition, hat sich bis heute nicht bewahrheitet. Niemand ist fehlerfrei, aber ich glaube, bisher haben wir es ganz ordentlich hingekriegt. Mehr ausgeben, hat jeder eine Idee, wo er mehr ausgeben kann, wo er noch was machen kann oder den Ansatz zu erhöhen. Und im Vorfeld gibt es ja auch viele Vorstellungen. Natürlich hat es auch gewisse Ritualwirkung, weil jeder Minister zunächst mal oder jede Ministerin dann eher vom maximalen Ansatz ausgeht. Und dann muss ich das halt ein Stück zusammenruckeln. Es war aber diesmal, fand ich, angesichts der Herausforderung echt professionell und echt hochseriös. Wir wollten schon wirklich ein Gegenmodell zu dem setzen, wie das in Berlin passiert ist. Jetzt hat Berlin seine Haushaltsnot selbst verschuldet durch einen verfassungswidrigen Haushalt. Und ich sage außerdem, wir waren auch dem Finanzminister dankbar, dass er unsere Haushaltsstruktur auch davor bewahrt hat, in eine ähnliche Entwicklung zu kommen wie in Berlin. Damals in den Zeiten höchster Not hat der Finanzminister da den Haushalt gut bewirtschaftet und keine Schulden gemacht. War wirklich, deswegen hören wir auch auf den Finanzminister gerade bei solchen Fragen. Das Zweite ist, dass wir einmal genau abgehauen, wo sind die Aufwüchse am stärksten, wo brauchen wir was. Und deswegen auch, weil mich jemand gefragt hat, ja, wie können Sie jetzt 6.000 Stellen machen und dann auch langfristig Personalkörper doch auch wieder abbauen. Das ist genau die Philosophie. Wir brauchen im Moment zum Beispiel Lehrer und Lehrer weiter, weil die Schülerzahl wächst. Übrigens ist auch diese Studie von der Bertelsmann Stiftung natürlich für Bayern nicht zutreffend. Auch wenn die Geburtenzahl etwas weniger wird, ist der Zuwanderung, der Zuwachs nach Bayern enorm. Der Leistungszuwachs, übrigens nicht nur wegen der Migration
von außen, sondern gerade innerhalb Deutschlands der Zuzug, auch den wir ersetzen durch unsere attraktive Politik. Also brauchst du mehr Lehrkräfte, deswegen brauchst du mehr Kita-Erzieherinnen, und brauchst du mehr Ausbau, Geld investieren in die Ganztagesbetreuung, Hartplätze und so. Also das ist der eine Teil. Gleichzeitig guckt man dann natürlich, um das Ganze in der Balance zu halten, wo können wir den Staat auch weiter in einer schlanken Form halten, in Übermaß. Und deswegen heißt es zweimal umdrehen. Wir haben, glauben Sie mir, der Albert Führer ist in der Beziehung hochbegabt, der hinterfragt alles und jeden und so lang, also bis an die Grenzen der psychischen Belastung der Einzelnen, aber am Ende doch mit einem sehr guten, vernünftigen Ergebnis. Also das muss ich wirklich sagen, bin ich sehr zufrieden. Und wir haben auch gestern, ich glaube, ich darf das sagen, zum Beispiel bei den Stellen nochmal genau miteinander geredet. Was braucht man für welche Stelle? Und das war auch ein sehr, ich sage immer, unter uns bewusstseinsbildender Prozess. Ja? Und wir haben dann zum Teil noch ein paar Stellen geredet, ob das dann notwendig ist. Und das, aber dann immer gut gemeinsam entschieden. Also deswegen stimmt es, was Hubert Aiwanger sagt. Es war auch die vertrauensvollste, so kann man glaube ich sagen, bisherige Entscheidung. Und vor allem auch die Parameter wurden von allen getragen. Und ich freue mich zum Beispiel über die Neuerungen wie studentisches Wohnen. Es ist gestern nochmal zusätzlich eingekommen. Dafür haben wir gesagt, also ein Beispiel von Lewis, man sagt dann, wenn wir da mehr brauchen, dann muss man insgesamt durch eine Erhöhung der globalen Minderausgabe das dann wieder reinbekommen. Und das war, glaube ich, das, was auch ganz entscheidend ist. Also die Parameter, keine Schulden, der Notgroschen, die Rücklage muss bleiben. Ja. Und natürlich sagt jeder Mensch, 4 Milliarden Tarif ist sehr viel. Andererseits wollen wir, dass unsere Beamten natürlich im Gleichklang national sind. Aber mit dem Schwerpunkt, gerade für diejenigen, die es nicht so viel verdienen, in den Städten machen wir nicht einfacher. Und deswegen ist es gut gelungen. Also, wie gesagt, und denken Sie bitte, also es waren de facto 24 Stunden, wenn man von gestern Mittag bis heute Mittag rechnet. Und sehen Sie, das, wie das in Berlin stattfindet. Ein Hauen und Stechen und vor und zurück. Und am Ende demonstrieren alle dagegen. Dagegen kann jetzt keiner demonstrieren, im Gegenteil. Da können sich viele zumindest über die Sicherheit auch freuen, dass man Planungssicherheit wieder für 2 Jahre hat. Das macht der Bund ja auch nicht. Der Bund wurschtelt sich von Quartal zu Quartal. Wir setzen für 2 Jahre ein Gegenmodell der Stabilität. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Viel Spaß in der Sonne.